Nach den Informationen von Portal Guarani und nach den Notizen von AV Fritsch. Der Italiener Guido Boggiani wurde in Omegna in der norditalienischen Provinz Novara in einer künstlerischen Familie geboren. Wer in der malerischen Stadt Omegna lebte, der musste eine künstlerische Begeisterung verspüren. So schön ist das Städtchen. Guido absolvierte die Malerakademie di Breda in Milano. Als Anhänger der lombardischen naturalistischen Landmalerei wurde er zu einem bereits anerkannten und ausgezeichneten Maler und Fotograf. Er war gut aussehend, elegant, reich, gebildet und verwöhnt in der eleganten künstlerischen Welt. Auch war er als Musiker und Dichter bekannt. Im Jahre 1887, mit 26 Jahren,
entschied sich Bocciani zuerst nach Argentina, nach Buenos Aires und ein Jahr später nach Paraguay zu übersiedeln. Dort war er als Maler noch unbekannt. Seinen Unterhalt bestritt er daher auch mit einem Geschäft im Wald, mit Holz und Fellen der Tieren. Bei seinen geschäftlichen Reisen bis nach Brasilien und Bolivien wurde sein künstlerisches Empfinden von der indianischen Kunst und Farbenpracht geweckt. Als er 1893 nach Italien zurückkehrte, begeisterten seine Vorträge die Europäische Künstlerische Gesellschaft. Später, im Jahre 1894, mit 33 Jahren, kehrte er in den noch unbekannten borealen Chaco zurück, wo noch die nackten Indianer lebten. Dort weckten seine Interesse vor allem die Indianer des Stammes Chamacoco und Cayuveos. Es sind zwei Zweige der großen Familie Mbaya. Bocciani freundete sich mit ihnen an und lernte etwas von ihrer Sprache und ihren Sitten. Sie haben ihm erlaubt, sie in seinen Bildern arrangiert zu porträtieren. Guido kam mit seiner reichen ethnografischen Bildsammlung später zurück nach Europa. Dort knüpfte er seine Kontakte zu den Museen in Rom und Berlin. Nach Italien zurückgekehrt, schrieb er spannende Chroniken und er referierte an wissenschaftlichen Konferenzen über die paraguayische Wildnis. In Rom wurden zwei seiner reich illustrierten Bücher über die Zivilisation der Chamacoco und Cayuveos unter dem allgemeinen Titel »Die Reisen eines Künstlers in Südamerika« veröffentlicht. Bocciani beteiligte sich als Maler auch auf der Weltausstellung in Chicago. Dann bereitete er sich auf seine nächste südamerikanische Reise gründlich vor. Er studierte alle verfügbaren Informationen über die Südamerika. Um all die Schönheit der Menschen und der Landschaft aufzufangen, war es nötig, wesentlich schneller zu arbeiten, als er es mit seinem Pinsel konnte. So besorgte er sich ein damals sehr großes, schweres und unhandliches fotografisches Apparat mit vielen Glasplatten und Chemikalien. Er lernte nicht nur damit umzugehen, sondern es auch zu schützen. Vor der Hitze, vor der Feuchtigkeit und von den Mikroorganismen, die die sensible Emulsion vernichten würden. Auch von den Termiten musste er alles fernhalten, weil sie sonst das Holz und den Balgen des Fotoapparates auffressen würden. Er kam erneut nach Paraguay zurück, um dort seine ethnografische Forschung fortzusetzen. Diesmal wollte er also gezielt damit weitere wissenschaftliche Informationen sammeln. Wie kompliziert es war, können wir der Beschreibung des anderen Fotografen, dem Prager Naturforscher A.V. Fritsch, entnehmen, der nur wenige Jahre später nach Bocciani dieselbe Gegend bereiste, dieselbe Menschen traf und manche davon erneut fotografierte. Schließlich hat er auch den Grab von Bocciani besucht und seine ganze wertvolle Hinterlassenschaft aufgesammelt, um sie für die Welt zu retten. Fritsch schrieb an seinen Freund in Tschechien: Sie wollen von mir, dass ich die Schönheit und die Menschen fotografiere. Aber das ist nicht so einfach, wie Sie denken, wie wir es aus unserem Land gewöhnt sind. Zum Beispiel: Ich ziehe durch eine wunderschöne landschaftliche Szenerie, wo es sehr viele Motive zum Fotografieren gibt. Jedoch bin ich todmüde und mein Apparat ist an dem Lastmaultier befestigt. Ich bin nämlich nicht in der Lage, es immer auf meinem Rücken zu tragen und mit den vielen Kassetten meine Taschen zu füllen, weil ich andere wichtigeren Sachen bei mir haben muss und weil dort alles sehr stark verstaubt. Sie können sich nämlich nicht vorstellen, was so eine Fotokamera wiegt, wenn sie ihnen am Bückel stundenlang baumet und sie dabei auf dem Pferd reiten. Sie bocht sie in den Rücken und die Kassetten stören sie bei jedem Absetzen und Aufsetzen, was sie in dem halsbrecherischen Terrain sehr oft machen müssen. Denn, falls sie auf dem Pferd sitzen bleiben und es über ein Hindernis springen würde. Aua! Das schwere Kastenapparat würde sie in den Rücken knallen und die Kassetten würden ihnen nicht nur in die Rippen stoßen, sondern ihnen auch in die Lenden und in die Oberschenkel eins versetzen. Dann möchte jeder, auch ich, alles sehr gerne auf ein Lasttier auflegen. Dann aber, wenn sie fotografieren wollen, müssen sie das Maultier immer zuerst absatteln, dann all den Kram durchwühlen und zum Fotografieren vorbereiten.
Das kostet Sie eine halbe Stunde Zeit. Das machen Sie zweimal oder dreimal und dann laden Sie alles wieder auf Ihren eigenen Buckel und in Ihre überfüllten Taschen zurück. Und erneut müssen Sie leiden, bis Sie wieder von Wut gepackt würden und das Fotografieren erst auf den Rückweg verlegen. Wenn Sie schließlich zurückgehen, regnet es wie verrückt. Das Maultier rutscht immer wieder aus und manchmal fällt es auch. Sie verhüllen sich in Ihren Mantel und fluchen nur. Zum allerletzten zertrümmert das Maultier Ihr Apparat und damit ist es aus. Geographischen Institut des Argentino veröffentlichte Bocciani seine Ethnographie Alto Paraguay und im Jahre 1900 gab er das Kompendium der paraguayischen Ethnographie in Asunción heraus. Voller grandioser Projekte brach Bocciani 1902 zu seiner letzten Reise nach Chaco auf, von der weder er noch sein paraguayischer Begleiter Felix Gavilan zurückkehrten. Beide wurden von den Chamacocos getötet. Die nachfolgende Such- und Strafexpedition führte der befürchtete Spanier José Fernández Cancio. Er fand den Tatort, einige persönliche Sachen und die weit und breit verstreuten, zertrümmerten und sonnengebleichten Knochen beider Forscher, dessen Leichen diesmal nicht begraben wurden. Ihre Leichenteile wurden von wilden Tieren gefressen und daher blieben die Knochenreste der Getöteten in der Umgebung weit verstreut. Wenn wir die früheren Bilder und Fotografien und vor allem die später geretteten Bonianes Fotos sehen, ist es alles, ob wir durch seine eigene Augen schauen könnten. Seine sorgfältig auserwählten und manchmal sehr kunstvoll arrangierten Motive ermöglichen uns eine Zeitreise in das Geschehen kurz vor seinem Tode, in eine Zeit, in die wir uns durch seine Motive intensiv einfühlen können. Vergnügten und fröhlichen Ausdrücken den von Bocciani aufgenommenen Chamacocos würden wir nicht vermuten, wie jäh ihr Fotograf bald enden wird. Sicherlich nicht einmal der Guido Bocciani konnte seinen baldigen Tod zu diesen Augenblicken ahnen. Der tödliche Konflikt musste also ganz plötzlich entstehen. Die dann befragten Indianer Chamacoco aus dem befürchteten Stamm Tumraha leugneten alles. Sie wälzten es auf den geheimnisvollen Stamm Maro. Sie verwischten alle Spuren und sogar bedrohten sie die Mitglieder der Untersuchungsexpedition am Leben. Cancio brachte schließlich seinen hauptverdächtigen Indianer namens Luciano nach Asunción vor Gericht. Angeblich tötete er und seine Kumpels die Forscher aus Habgier, um sich ihre Pferde, Sachen und Bekleidung anzueignen. Luciano ist ein italienischer Name, kein von den Chamacocos. Ob er ihn also von dem Italiener Bocciani bekommen hat? Wie auch immer, Luciano wurde aus Mangel an Beweisen freigelassen. Über Guido Bocciani sagte er während der Gerichtsverhandlung: Er war sehr nett und er liebte uns Chamacocos sehr. Nur 4 Jahre nach Boccianis Tod traf sich A.V. Fritsch mit einigen Zeitzeugen der furchtbaren Tat in Chaco. In Prag gibt es noch seine damaligen Notizen über die Erzählung eines gefangenen Indianer aus dem Stamm Maro von einigen namentlich genannten Männern, die dem Bocciani nahestanden, und noch von 2 Frauen. Sie erzählten über einen Konflikt mit Tumrahas und über ihre Sicht der Ursachen, die zur überraschenden Tötung von Bocciani und folglich auch seines nichtsahnenden Begleiters führten. Felix Gavilan wurde nur als ein Zeuge ohne einen anderen Grund einfach mitgetötet. Paradoxerweise waren es seine ehemaligen Freunde, die den Fotograf aus einer Angst vor ihm ermordeten. Sie töteten ihren weißen Freund, der sie zwar möchte, den sie aber schon viel zu lange unter sich dulden und ernähren mussten, wie es ihnen ihr gastgeberischer Brauch vorschrieb. Auch wir in Europa kennen die spottenden Sprüche über die Lästigkeit der Gäste, die ihre Anwesenheit unangenehm verlängern und nicht wissen, wann sie endlich gehen sollten. Bocciani war wahrscheinlich mit seiner ethnografischen Arbeit noch längst nicht fertig, also mit dem Fotografieren von exotischen Motiven aus europäischer Sicht, Motiven, die aber den Indianern viel zu alltäglich und unbedeutend vorkamen.
Um ihn und seine Liebesaffären noch länger zu dulden, dafür waren die Indianer nicht motiviert genug. Fürchteten sich wahrscheinlich von seinen Zauberkünsten eines Fotografen. Angeblich verstarben schon viele Menschen des Stammes infolge der Boggianis-Fotozauberei. Nur deshalb haben sie seinen Kopf abgetrennt, damit sich der Boggianis-Geist mit seinem Körper nie wieder vereinigen könnte, um ihn nach dem Tode zu schaden. Alles von ihm musste gründlich vernichtet werden. Aus demselben Grund vergruben die Chamakokos auch alle seine Zauberpropriten, den Injektionsbesteck, die Radiergummi, das fotografische Apparat mit Stativ sowie die fotografischen Glasplatten, die sie größtenteils vorher zerstörten. Um zu verstehen, wie ernst es den Indianern mit den bösen Geistern war und wie vorsichtig deswegen ein Fotograf bei seiner bildgebenden Arbeit bei den Wilden sein musste, das erlebte A.V. Fritsch am eigenen Leibe später selbst und so hat er es erzählt. Manchmal verleitete mich mein Wissenstrieb dazu, unwillkürlich einen Verstoß gegen die Spielregeln zu machen. Ich bedrängte die Indianer, sich von mir fotografieren zu lassen und dann, während der Entwicklung, führte ich aus ihrer Sicht verschiedene verdächtigen Zauberhandlungen mit ihren Seelen, und dies sogar bei einem Rotlicht, und unter der Verwendung von verschiedenen giftigen Lösungen. Ihre Abbilder, also ihre mit einem möglicherweise bösen Zauber beladene Seelen, trug ich dann in fremde Länder fort, dort, wo sie keine Freunde hatten, und ich zeigte sie sogar ihren feindlichen Nachbarn. Einmal beobachtete mich der Häuptling, als ich die Fotografien in eingetroffener Dunkelheit spät am Abend entwickelte. Er war schon gewohnt an meine verschiedenen seltsamen Handlungen, die er zwar nicht verstand, die er aber tolerierte. Zuerst beobachtete er mich ruhig und teilnahmlos, wie ich meine Entwicklerlösungen zusammenmischte und wie ich meine Glasplatten damit befeuchtete. Er wurde erst heftig, als er sich dabei eine Pfeife anzünden wollte, und ich ihm sein Zündholz aus der Hand schnell reflexartig ausschlug, damit er meine Platten mit dem Zündfeuer nicht vorzeitig belichtete. Solche Handlung kannte er bei mir noch nicht. Ich behandelte die Indianer immer mit großer Geduld und Ruhe. Glücklicherweise weckte es bei ihm noch nicht den Zorn, sondern noch mehr Neugier. Er kam näher und schaute mir über die Schulter zu. Doch als ich mir das fertig entwickelte Negativ anschaute, dann kam das Problem. Er erkannte an ihm das Abbild des bekannten Häuptlings des Stammes Angate. Unser Häuptling sprang ganz erschrocken zurück und begann fürchterlich zu schreien. Ikamba! Ikamba! Der böse Geist! Wissen Sie, wie viel Mühe es mich dann kostete, um meine Schätze an den Glasplatten, meine Chemikalien und mein Fotoapparat noch zu retten? Anderes Mal wollte ich eine Gruppe von tapferen Kriegern in einem Chamakoko-Dorf namens La Calda aufnehmen. Dort, rund um die Feuerstelle, fand nämlich gerade eine nächtliche Kriegsberatung für einen, für den nächsten Tag geplanten Überfall eines feindlichen Stammes statt. Ich zündete mein Magnesiumlicht an. Die tapferen Krieger flohen mit großem Schrei auseinander und versteckten sich im Dickicht. Erst nach einer Stunde kamen sie zurück, einer nach dem anderen, mit Ausrufen und einem Gesang ihres persönlichen Schutzliedes, um den ihnen noch unbekannten bösen Geist damit zu vertreiben. Als sie sich dadurch genügend Mut ansammelten, dann schlugen sie mit ihren Streitkolben den holzernen Hocker, auf dem mein Magnesiumlicht angezündet wurde, zu Trümmern. Die bearbeiteten, meistens aus hartem Stein angefertigten Streitkolben Nochigo waren bis zu 75 cm lang und manchmal auch mehrere Kilogramm schwer. Chamakokos fanden sie im Inland, in den weichen Erdanschwemmungen, wo sonst normalerweise kein Stein zu finden ist. Sie trugen die Nochigos ständig bei sich und hüteten sie als ein wertvolles Erbe von ihren Vorfahren, als das Eigentum ihrer Vorfahrengeister. Benutzt wurden sie ausschließlich bei ihren religiösen Zeremonien, als Schutzwaffen gegen die böse Geister. Die gefundenen Schädel von Boccani und Ipareta, sowie ihre Habseligkeiten wurden gerade mit solchen Waffen zertrümmert. Boggianis Gene leben also nicht mehr in seiner europäischen Heimat, sondern sie werden weitergegeben nur von den Chamakokos in paraguayischem Chaco bis heute. Dem unglücklichen Boggiani musste wahrscheinlich einen fatalen Verhaltensfehler unterlaufen,
auch wenn er sich bemühte, stets nett und freundlich zu seinen wilden indianischen Gastgebern zu sein. Sein wertvoller ethnografischer, fotografischer Nachlass könnte dadurch für immer verloren gehen. Irgendwann musste Botschani seinen Tod und damit auch die Mittötung seines Begleiters provozieren. Das ist absolut sicher, denn auch die wildesten Indianer töten ihre Gäste nicht aus einer Willkür, sondern sie tun es erst aus der Not, um sich von irgendwelcher Art des Fehlverhaltens seitens des Eindringlings zu befreien. Das kann eine Eifersucht oder eine andere Belästigung sein. Oder sie tun es, um eine persönliche Schmähung eines Fremden zu rächen oder aus der rechtlich verbindlichen Pflicht, einen strengen Tabubruch exemplarisch bestrafen zu müssen, um den gefährlichen Rachegeist zu neutralisieren, damit wieder ein Frieden in den aufgewühlten Stamm zurückkehrte. Oder auch weil sie schon müde waren, ihn weiter an ihre Nahrung ohne eine Gegenleistung schmarotzen zu lassen. Der Botschani war zwar ein begnadeter Maler, Fotograf und Ethnologe, aber sicherlich war er kein leidenschaftlicher Jäger, der den Stamm mit genügend geschenktem Fleisch für sich gewinnen könnte. Die europäische Familie Botschani weiß wahrscheinlich heute noch nicht, dass sie indianische Verwandte, Nachkommen von Guido Botschani unter den Chamakokos hat. Botschani hinterließ nämlich mehrere Kinder von mehreren Frauen in dem Stamm. Mindestens ein Chamakoko trägt heute noch seinen Namen. Vielleicht war er in dieser Richtung irgendwann unvorsichtig, was nach dem anfänglich guten Zusammenleben mit diesen früher so gefürchteten Wilden zu Eifersucht, Neid und Feindschaft führte. In den folgenden Jahren sammelte A.V. Fritsch mit der Zustimmung von Guidos Brüder Olivier den Gesamtnachlass von Botschani. Seine Tagebücher, seine Schriftstücke und sein bildliches Material, auch sein eigenhändig geführtes Verzeichnis all seiner Bilder mit allen Details über ihre Entstehung, Ort, Technik, Name, Größe und den eventuellen Verkauf mit dem Namen des Käufers und dem Verkaufspreis. Fritsch schätzte den sanften, kultivierten Botschani sehr. Fast 100 Jahre später dürfte Fritschs Enkel Pavel und seiner Frau Ivona den Bonjanos-Nachlass mit dem Erlaubnis des Bonjanis-Bruders veröffentlichen. Der Enkel Pavel Fritsch ist nämlich auch ein berühmter tschechischer Fotograf. Seine Frau Ivona Fritsch hat und führt ihren Verlag Titanic in Prag. Sie beiden haben eine wunderschöne Sammlung der letzten Bonjanis-Fotografien herausgegeben, was jetzt zu erwerben ist. Guido Botschani, Na klar datelst wie Titanic, 1997, ISBN 80-859-09-25-1. Dem Botschani konnte man kaum etwas vorwerfen. Sein Humanismus, seine Bescheidenheit und sein Respekt vor den nativen Menschen waren beispiellos. Er hat sich für sein gefährliches Vorhaben exzellent vorbereitet. Sein einziger Fehler konnte sein, dass er den Bogen des Gutes überspannte. Wahrscheinlich war er viel zu gut, viel zu naiv, viel zu vertrauend in die menschliche Güte. Botschani war ein hübscher, ein sehr attraktiver, sinnlicher und sensibler Mann. Ob sein unvorsichtiges Sexualleben inmitten der natürlich nackten Männer, Frauen und Kinder oder seine Neugier des Fotografen, die bis in den geheimnisvollen oder den sehr intimen Bereich führte, ob hier der Grund für seinen Tod war? Die allgemeine Nacktheit bei den indianischen Stämmen war tückisch. Die nackten Chamakokos waren sonst paradoxerweise recht prüde. Wie man es dem Buch Indians Kaknitska von Rodolfo Ferreira Fritsch, Titanic Verlag, Prag, dem ersten Chamakoko-Schriftsteller, einem indianischen Enkel von A.V. Fritsch, entnehmen kann, gab es in dem auch erotische und sexuell bedingte Konflikte, manchmal auch ein Mord aus Wohllust oder Eifersucht. Botschani war bei all dem kein romantischer Träumer, sondern ein von den ersten, wirklichen Ethnologen. Damals war diese wissenschaftliche Disziplin erst im Begriff zu entstehen. Er publizierte zwei seiner reichlich illustrierten ethnologischen Bücher über Kadoveos und Chamakokos, mit unübertroffenen Beobachtungen aus dem Terrain, die in den wissenschaftlichen Kreisen hochgeschätzt werden. Ein Verdacht der bislang unbekannten,
möglichen Todesursache Banyanis drängt sich mir auf. Die Berichte darüber klangen nämlich bisher immer irgendwie verschwommen, auch wenn man die Indianer aus der Tatnähe damals ausfragte. Für einen Psychologen erscheinen sie sogar verdächtig verschwommen. A.V. Fritsch rettete ja den umfangreichen fotografischen Nachlass Banyanis. Er befindet sich noch bei der heutigen Familie Fritsch in Prag. Also habe ich bei der Familie Fritsch nachgehakt. Ja. Es gibt Fotos, die einen großen ethnografischen wissenschaftlichen Wert haben, die über das Leben der wilden Kakor-Bewohnern getreu und unzensiert aussagen, die aber aus den zivilisierten Sittlichkeitsgründen noch nie veröffentlicht wurden. Auch ich habe sie noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass im Botschani-Nachlass die Abbildungen von männlichen Körpern überwiegen. Der heutige Genderzwang hat die gesund naturbezogenen wilden Menschen damals noch nicht erreicht. Sie lebten im Einklang mit der Natur in jeder Hinsicht. Ob hier der Pferdefuß war? Botschani zeugte allerdings auch mehrere Kinder mit den Frauen des Stammes. Also lassen wir lieben die sonst nicht belegten Spekulationen wieder. Vielleicht war Botschani viel zu liebenswürdig und liebesfähig, vielleicht glaubte er viel zu viel, dass er sich mit seiner überzeugenden Sympathie zu den Chamakokos bereits fast zu ihrem Stammesmitglied qualifizierte, um zu merken, dass es in dem Stamm wegen ihn schon brodelte und dass er vielleicht jemandem im Wege stand. Auch könnte er die Aberglaube der nativen Menschen und ihre Angst vor den ihnen noch unbekannten technischen Geräten und Handlungen tödlich unterschätzen. Das ist dem nächsten Forscher nicht passiert.